das ist wirklich eine Überraschung. Du liebst also Fleur? Ja. Es tut mir leid. Ich kann dich sehr gut verstehen. Weiß Fleur davon? Ja. Aber sie ahnt natürlich nicht, dass ich mit dir darüber rede. Bisher ist auch noch nichts vorgefallen. Noch nicht. So? Dann wär's doch besser, du ziehst dich zurück. Das wollte ich zu Anfang auch und habe es Fleur auch gesagt. Aber jetzt sieht es so aus, als ob es Chancen gäbe für mich. Gut, und weiter? Es ist nur eine schwache Chance. Aber solange sie da ist, werde ich kämpfen. Michael, es fällt mir sehr schwer. Dir so etwas anzutun, ist mir völlig zuwider. Aber ich kann einfach nichts dagegen machen. Ich werde sie dir wegnehmen, wenn ich es kann. Es geht doch nichts über eine echte Männerfreundschaft. Ja, du kannst spotten. Aber wenn ich mir vorstelle, wie du jeden Tag bei Fleur sein kannst, während ich allein sein muss, möchte ich dir raten, mich lieber nicht zu verspotten. Na schön, Duelle sind ja wohl aus der Mode. Und da es sich nicht um einen Roman von Dostojewski handelt, brauchen wir auch nicht stundenlang weiterzureden. Lass uns der Sache ein Ende machen. Verschwinde. Ich wollte offen zu dir sein, obwohl ich genau weiß, dass sich meine Situation dadurch nur verschlechtert. Jedenfalls habe ich das Feuer nicht vor der Kriegserklärung eröffnet. Nein, und das ist sehr anständig von dir. Du kannst meine Bücher an einen anderen Verleger abgeben. Du wünschst mich bestimmt zum Teufel, aber ich kann es nicht ändern. Hallo, Michael. Da bist du ja. Ich schreibe gerade an deinen Vater. Einladung zum Lunch nächste Woche mit Gordon Minow. Allison kommt auch. Und wer noch? Was meinst du? Ist das so wichtig? Natürlich nicht. Aber es sollte irgendjemand Interessantes sein. Ach, wozu mache ich mir eigentlich die Mühe? Sei unbesorgt. Dir werden schon die richtigen Leute einfallen. Der chinesische Botschafter wäre fabelhaft. Dein Vater soll es mal für mich versuchen. Übrigens ist mein Vater heute Nacht hier. Er hat morgen früh eine Aufsichtsratssitzung. Wo ist er denn? In seinem Zimmer. Hast du Sorgen, Michael? Du siehst so traurig aus. Ja. Fleur? Wilfred hat mir alles erzählt. Wieso alles erzählt? Nur, dass er dich liebt. Oder gibt es noch mehr zu beichten? Nein, natürlich nicht. Warum muss er sich nur so albern aufführen? Albern? So leicht kann man das wohl nicht beiseite schieben. Ich kann verstehen, wie dem armen Teufel zumute ist. Ich kann es nicht ändern. Warum läuft er zu dir, um zu beichten? Das nützt überhaupt nichts, weder ihm noch sonst jemandem. Dann ist es also aus mit Wilfred. Ach, Michael. Ich kann darauf nicht antworten. Fleur, du weißt, wie meine Meinung in der Beziehung ist. Man kann nicht heute einen Menschen lieben und ihn morgen ablehnen. Ich bin für Offenheit, so weit wie möglich. Ein Vertrag taugt nur so lange was, wie beide Seiten ihn einhalten wollen. Aber vergiss bei allem nicht, dass ich dich sehr liebe. Zweifelst du etwa? Schau nicht so grimmig drein, sonst werde ich auch noch melancholisch. Maike, ein frohes Gesicht passt doch viel besser zu dir. Herein! Hast du alles, was du brauchst, Darling? Ja, vielen Dank, danke. Alles wunderschön. Ist Michael schon zu Hause?
Er wird spät zurückkommen. Hm. Ich glaube, dass er nur fortgegangen ist, damit wir ungestört reden können. Ja, er ist sehr rücksichtsvoll. Aber diese Versammlung der Labour-Partei, zu der er gegangen ist, warum verschwendet er seine Zeit mit sowas? Michael denkt eben sehr sozial. Das wird ihm wenig einbringen. Ist er denn Sozialist? Theoretisch ja. Dieser Mann, der da reden soll, wie war noch sein Name? Bradfield. Ja, richtig. Hab gehört, dass er ein Bolschewik ist, einer von diesen roten Demagogen. Nein, im Gegenteil, du denkst an Brad Ford. Hier geht's um Bradfield. Ah. Gymnasium Oxford, Stipendium für ein Studium der Wirtschaftswissenschaft. Der Parteiintellektuelle, hochgebildet natürlich, aber ohne jede Ausstrahlung. So, wie meinst du das? Weißt du, er ist so ein knochentrockener Typ, so farblos. Hm. Menschen sind für ihn Ziffern, Zahlen in einer Statistik. Niemand soll mehr verlangen, als ihm zusteht. Damit wären für ihn alle Probleme gelöst. Kann man denn sowas ernst nehmen, Dick? Bestimmt nicht. Auch Michael wird das erkennen. Er hat Sinn für Proportion und Sinn für Humor, Gott sei Dank. Ach, tja. Ich wüsste nicht, wozu man den braucht. Mein Cousin George stand... Der war doch auch auf unserer Hochzeit, nicht? Ja. Er hat mich angesehen, als ob ich Tänzerin in einem Nachtclub wäre. Ja, weißt du, er galt immer als der Spaßvogel der Familie. Ich fand ihn nie komisch. Doch das ist ja jetzt vorbei. Warum? Er ist heute Abend gestorben. Sein Butler rief mich vorhin an. 2 Stunden, nachdem ich ihn besucht hatte. Er war noch gar nicht so alt. Jünger als ich, aber tja. Er hat einfach drauf losgelebt, kein Pflichtgefühl. Was hast du dagegen? Jeder sollte nach seiner Fasson glücklich werden. Das ist wohl Ansichtssache. Ich will ihn ja auch nicht kritisieren, aber... Kritisierst du vielleicht mich? Mein liebes Kind... Ich weiß es nicht. Es hörte sich jedenfalls so an. Deinem Ton nach. Da bist du sehr im Irrtum. Aber ich mache mir Sorgen. Weshalb? Um dein Glück, Liebling. Du bist jetzt schon über 2 Jahre verheiratet. Wird es nicht allmählich Zeit, dass du dir Gedanken über die Zukunft machst? Ach, du meinst Kinder? Hm? Weißt du, es wird so viel Unfug darüber geredet, aber ohne Kinder wird eure Ehe niemals wirklich glücklich sein. Du verstehst mich doch. Natürlich, Dad, aber wir haben doch noch Zeit. Würde ich nicht sagen. Die Franzosen und die königliche Familie haben eine sehr vernünftige Einstellung. Sie erledigen solche Dinge frühzeitig. Es spricht auch sehr viel dafür. Zum Beispiel bewahrt es die Frauen vor Dummheiten. Ich verstehe dich nicht ganz. Du bist sehr attraktiv und ich sehe es ungern, dass du dich nicht immer in der richtigen Gesellschaft bewegst. Du hast oft recht eigenartige Freunde. Besser als langweilige. Du und Michael, ihr versteht euch doch gut. Ja, natürlich, sehr sogar. Ja, warum wollt ihr denn warten? Übrigens, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass dein Sohn ein, wie heißt es doch, ein Baronet sein wird? Hm? Aber wenn es gar kein Sohn wird? Nun, das ist doch kein Problem für eine junge Frau. Oh, Dad, wo denkst du hin? Ein Kind meinetwegen, höchstens 2. Mir wäre eine Tochter sogar lieber. Ein Mädchen. Genauso wie du. Ach, ich weiß nicht. Mit Kindern fühlt man sich so angekettet, als sei das Leben schon zu Ende. Ja mal, jetzt übertreibst du aber sehr, finde ich. Du bist ja auch ein Mann. Ich wollte es ja nur mal erwähnen. Im Grunde geht es mir nur um dein Glück. Natürlich, Darling. Ich bin bestimmt zu egoistisch. Na, ich werde es mir überlegen. Ich habe sogar schon darüber nachgedacht. Ich weiß ja, wie vernünftig du bist. Und das ist eine große Beruhigung für mich. Gute Nacht, mein Liebling. Gute Nacht. Zu wenig.
Hoppla. Michael, wo hast du denn den hier? Ich habe ihn gefunden. Er hing draußen zwischen den Stäben am Gartengitter. Ach, du alter Kindskopf, du hast ihn bestimmt gekauft. Nein, er kam aus den Wolken herabgeschwebt, wie ein Himmelsgeschenk. Wie war's auf der Versammlung? Wie fandest du Bradfield? Nicht so besonders. Ziemlich aufgeblasen, wie das Ding hier. Nur leider nicht annähernd so farbig. Weißt du was, Fleur, es ist schlimm, so verliebt zu sein. Findest du? Allerdings. Wenn der eine Partner es sehr ernst nimmt und es für den anderen nur Spielerei ist. Das stimmt heute nicht mehr, Michael. Ach, Fleur. Ich möchte von dir geküsst werden. Jetzt wird's aber Zeit für mich. Willst du nicht noch eine Schnitte, Toni? Warte doch, du musst ja noch Hunger haben. Nein, vielen Dank, ich habe genug Weg. Ich komme ja sonst viel zu spät ins Büro. Ich kann doch meine Sekretärin nicht warten lassen. Dass du darüber noch Witze machst. Warte. Hm? An dem Ärmel ist ja eine Naht aufgeplatzt. Gib mir den Mantel heute Abend. Mache ich. Eine offene Naht schadet nichts. Kann nicht zu elegant rumlaufen. Ich in meinem Beruf. Toni, lass doch den Unsinn. Ach, lach doch mal, Vicky. Gehst du dich übrigens heute vorstellen? War ich schon. Gestern. Wieso hast du nichts gesagt? Was ist passiert? Die Stelle war schon vergeben. Ach, es ist zum Verzweifeln. Haben wir denn immer nur Pech? Mach dir keine Sorgen. Wir werden es schon schaffen. Hast recht. So, ich zieh los. Toni. Hm? Könntest du nicht doch wieder zurück zu Danby? Ausgeschlossen. Aber wenn du noch mal mit diesem Mr. Mont sprichst, du hast mir doch nein, gesagt, er wäre ein feiner Kerl. Nein, da ist nichts mehr zu machen. Bis später, Schatz. Und mach was Schönes zum Abendessen. Wiedersehen. Ja. Oh, Toni, deine Mütze. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Well, Mr. Forsythe, there are the figures. Are you satisfied? I will agree to this year's dividend on condition that we drop this foreign business in future, lock, stock and barrel. Mr. Forsythe's attitude to insist on such a condition does seem to me to savor somewhat of panic. After all, the foreign business is responsible for a good third of our profit this year. There's nothing in the foreign situation at the moment, Mr. Forsythe, which gives particular cause for alarm. Oh, I admit, we should watch it carefully. You can't. Well, here we are, 4 years from the armistice, and we know no more now where we stand than we did then. If I'd known the extent to which we were committed to this foreign policy, I wouldn't have come on the board. We must drop it. Oh, rather an extreme view. And hardly a matter we can decide in a moment. Very well. Unless you can give me an assurance that you will tell the shareholders in the report that we are dropping this foreign business, you drop me. I must be free to raise the question at the general meeting. You are holding a pistol to our heads. I have a responsibility to the shareholders, and I hope I shall do my duty by them. So have we all, Mr. Forsythe. And I hope we shall all do our duty.
Why not confine the foreign business to the small countries? Their currency is safe enough. No, we must go back to safety. Splendid isolation, Forsyth? Meddling was all very well in wartime, but in peacetime, politics or business, this half-and-half interference is not good enough. We can't control the foreign situation. I should be glad of a word, if I may, Mr. Chairman. Certainly. Ja, die Verbindungen zum Kontinent wurden von mir eingeleitet. Und ich bin überzeugt, dass Sie bis jetzt durchaus positive Erfolge gezeitigt haben. Ganz recht. Doch wenn nun ein Mitglied des Aufsichtsrats derartig starke Bedenken gegen diese Verbindungen anmeldet, werde ich natürlich auf einer Fortführung nicht bestehen. Ich räume ein, die Zeiten sind unsicher und ein Risiko nicht auszuschließen. Ganz gleich, wie vorsichtig wir die Verträge formulieren. Ihr Standpunkt ehrt Sie, Ellison. Ich nehme an, dass wir alle derselben Meinung sind. Aber ich gebe zu bedenken, dass diese Entscheidung mit äußerster Sorgfalt getroffen werden muss. Wie unser Vorsitzender schon sagte, ein überstürzter Entschluss wäre sicher nicht zu empfehlen. Wenn der Aufsichtsrat meine Unterschrift haben möchte, muss die Entscheidung heute fallen. Ich bin in diesem Punkt nicht umzustimmen. Was immer Sie vorbringen. Ich sehe die Sache zwar nicht so ernst an wie Sie, Forsyth, aber auch ich habe mir meine Gedanken gemacht. Die Situation scheint nicht ungefährlich. Wie Mr. Elderson eben selbst sagte, unsere Geschäftspolitik ist jetzt mit gewissen Risiken belastet. Ohne Risiko gibt es keine Geschäfte. Aber durch Vorsicht lässt es sich natürlich verringern. Das wollten Sie doch wohl sagen, Mr. Forsyth. Ein Kompromiss erscheint mir in diesem Fall ebenso wünschenswert wie unumgänglich. Wir sind an einem ernsten Punkt angelangt, ohne Zweifel. Aber wir können einer Entscheidung keineswegs ausweichen. Ein Kompromiss? Wie soll denn er aussehen? Wie Forsyth vorschlägt. Wir zahlen Dividende und lösen unsere europäischen Verpflichtungen, solange die Situation auf dem Kontinent so unsicher ist. Klingt vernünftig. Sind wir uns also einig, dass wir in unserem Geschäftsbericht ankündigen, dass ausländische Risiken künftig vermieden werden sollen? Solange die europäische Lage derart ungeklärt ist. Ja. 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 Danke, Elderson. Steht noch was auf der Tagesordnung? Nein, von mir aus nicht, aber vielleicht hat Mr. Forsyth noch etwas. Dann bitte ich Sie, mich zu entschuldigen, Gentlemen. Ich muss wieder an die Arbeit. Also dann danke ich Ihnen. Kommen Sie mit, Charmen? Ja, natürlich, gern. Auf Wiedersehen, Mond. Vielen Dank. Sehen wir uns noch im Club? Nein, heute nicht, aber vielleicht morgen wie immer. Wiedersehen, Mond. Wiedersehen, Charmen. Na, das hätten wir geschafft, was? Wiedersehen. Mein lieber Freund, ich muss schon sagen, Sie gehen ja wirklich nicht gerade zimperlich vor. Nein, das war ich noch nie. Das halte ich auch für überflüssig. Ihr Freund Elderson macht mir große Sorgen. Ich verstehe nicht, warum. Sie haben sich doch durchgesetzt. Ich war fast bereit, mich auf die Seite von dem alten Mothergill zu stellen. Elderson hat Ihnen doch alle Zugeständnisse gemacht. Ich habe nie bei ihm erlebt, dass er so entgegenkommend war. Kann ich mir vorstellen. Es passt nicht zu ihm. Was ist denn, Miss Perrin? Besuch für Sie, Mr. Mond. So, wer denn? Eine junge Dame, Miss Manuelli. Nie von ihr gehört. Was will sie denn? Es geht um das Manuskript eines Romans, das sie vor 2 Monaten eingeschickt haben will. Und da sie noch keine Antwort bekommen hat, ist sie jetzt hier erschienen. Ich erinnere mich an nichts. Wir bestätigen doch automatisch alles, was bei uns eingeht. Wissen Sie denn was davon? Aber nein, wir haben keinen Vorgang. Bei mir bleibt bestimmt nichts liegen. Ja, davon bin ich überzeugt, Miss Perrin. Na schön, bitte schicken Sie die Dame zu mir herein. Ja. Miss Manuelli. Guten Tag. Danke, Miss Perrin. Setzen Sie sich bitte. Ja. Möchten Sie rauchen? Nein, danke. Was das Manuskript betrifft, Miss Manuelli, Miss ich weiß... Manuelli, mein Name ist Bickett. Großer Gott. Mein Mann war als Packer hier. Seien Sie mir nicht böse wegen der Schwindelei, aber ich hatte Angst, dass Ihre Sekretärin mich sonst nicht vorgelassen hätte. Das war sehr schlau von Ihnen. Ich bin nur heilfroh, dass nicht wirklich ein Manuskript bei uns verschwunden ist. Und was kann ich für Sie tun? Ich komme wegen Toni. Er hat so oft von Ihnen gesprochen. Er hat noch keine neue Arbeit gefunden und ich wollte fragen, ob Sie nicht irgendwas für ihn haben. Jetzt verkauft er Luftballons auf der Straße, aber das bringt ja fast nichts ein.
Ich weiß, er ist schwierig und handelt oft sehr unüberlegt. Aber wenn er hier wieder arbeiten könnte... Nein, bei uns ist leider nichts zu machen. Hier im Betrieb ist einfach kein Platz mehr für ihn. Sind Sie denn wieder ganz gesund? Das schon. Aber ich schaff's auch nicht, Arbeit zu finden. Tja, dumme Sache. Warten Sie mal. Ihr Gesicht ist sehr reizvoll. El Greco und irgendetwas von der Mona Lisa. Erstaunlich. Bekommen Sie keinen Schreck. Ich habe Sie nur mit den Augen eines Malers gesehen. Ich will damit sagen, so ein Gesicht ist für einen Maler sehr interessant. Ihrem Mann kann ich kaum helfen, aber vielleicht habe ich eine Arbeit für Sie. Was für Arbeit wäre das, Sir? Haben Sie schon mal von Aubrey Green gehört? Nein. Ein alter Freund von mir. Er ist Maler, ein recht guter sogar. Manche halten ihn für ein Genie. Hätten Sie Lust, für ihn zu sitzen? Sitzen? Tja, das ist so ein Fachausdruck. Trifft eigentlich nicht zu, weil es durchaus sein kann, dass Sie auch stehen, liegen oder knien müssten, ganz wie er es haben will. Ich meine, dass Sie als Malermodell arbeiten. Ach so, das? Natürlich mache ich das, Mr. Mond. Die Hauptsache ist für mich, dass ich dabei Geld verdiene. Na prächtig, wir werden Folgendes machen. Ich schreibe Ihnen jetzt ein paar Zeilen und damit gehen Sie zu ihm hin. Ich glaube, wenn er Sie sieht, wird er Sie auf der Stelle engagieren, da bin ich ganz sicher. Ach, eine Bitte habe ich. Hm? Es ist mir lieber, wenn mein Mann nichts erfährt. Ich meine, dass ich zu Ihnen gekommen bin. Einverstanden. Wenn Sie es ihm nicht sagen, ich tue es bestimmt nicht, Mrs. Pickett. Wo steht er eigentlich mit seinen Luftballons? Russian Passage bei St. Paulus. Aha. Wissen Sie was? Ich werde einfach mal aus Versehen über ihn stolpern. Aber Arbeit haben wir hier wirklich nicht für ihn. Er hat mir auch gesagt, dass er mit seinem Lohn sowieso nicht ausgekommen wäre. Das war nur während meiner Krankheit, Sir. Richtig, daran habe ich jetzt nicht gedacht. So, bitte. Dankeschön. Tja. Also dann viel Glück, Mrs. Pickett. Danke, Sir. Ich danke Ihnen vielmals. Auf Wiedersehen. Na, Miss Perrin? Hübsche Person, was? Sehen Sie mich nicht so strafend an, Miss Perrin. Sie hat keinen Schilling aus mir rausgeholt. Aber sie ist keine Autorin, nicht wahr? Wahrhaftig nicht. Hoffentlich hat sie bekommen, was sie haben wollte. Ach, Miss Perrin. Sie halten mich für einen Dummkopf, nicht wahr? Nein. Sie haben nur ein zu weiches Herz. Würde es Sie überraschen, wenn ich sage, dass ich eben ein Geschäft ermittelt habe? Ja, Mr. Mond. Na, dann erzähle ich Ihnen lieber keine Einzelheiten. Diese Frau. Was für ein Gesicht. Und dann diese fantastische Figur und diese tadellose Haltung. Sagen Sie mal, Miss Perrin, warum laufen die Frauen heutzutage eigentlich wie die Fragezeichen herum? Ich meine, sie können doch nicht alle so komisch gebaut sein. Dafür gibt es schon einen Grund, aber ich... Oh, Verzeihung. Ich frage lieber meine Frau. Nicht nötig. Es liegt daran, von den Frauen wird heute erwartet, dass sie einfach kein... Wie sage ich das jetzt? Es ist nicht modern, dass sie oben etwas haben. Verstehen Sie? Nun versuchen Sie, die Brust einzuziehen, damit es nicht so auffällt. Ja? Es ist nur Eitelkeit, verstehen Sie? Ja, ich verstehe schon, Miss Perrin. Danke für die Aufklärung. Ein bisschen schwachsinnig ist das schon. Ich mache sowas auch nicht mit. Nein, Sie nicht. Wollen Sie jetzt diktieren? Nein, erst nach dem Lunch. Ich will noch einen Besuch machen. Wie Sie wünschen, Mr. Mond. Die neueste Abendausgabe des Lieblingsstar mit den allerletzten Meldungen. Luftballons, schöne bunte Luftballons. Hallo, Pickett. Na, wir gehen die Geschäfte, Pickett. Hallo, Mr. Mond, das ist ja eine Freude. Ja, für mich auch. Kommen Sie, wir gehen was essen. Wirklich, Sir? Gleich um die Ecke ist ein nettes Lokal. Fein, da freue ich mich aber. Was verdienen Sie denn so? Viel bringt's nicht ein. Na, kommen Sie. Pass auf meine Sachen auf, du. Tag, Butterfield. Guten Tag, Sir. Was tun Sie denn da? Das ist doch nicht Ihre Aufgabe. Nein, aber Fletcher ist krank, Sir. Krank? Was ist denn mit ihm los? Keine Ahnung, Sir. Zu alt und keinen Spaß an der Arbeit. Wo liegen denn diese verflixten Papiere? Ah, da sind sie ja.
Hätten Sie denn Lust, bis an das Ende Ihrer Tage Akten abzuheften? Bestimmt nicht, Sir. Sie haben Ehrgeiz, was? Ich würde gern weiterkommen. Das wollen wir alle. Lassen Sie sich einen Tipp von mir geben. Nehmen Sie anderen Leuten niemals die Arbeit ab, sonst laufen Sie Gefahr, Handlanger von jedermann zu werden. Merken Sie sich meine Worte. Soll ich angehen, Sir? Ach ja, bitte, Butterfield. Es sei denn, dass ich Ihnen diese kleine Arbeit abnehmen soll. Hallo, Butterfield am Apparat. Ja, er ist hier. Ja, wird gemacht, Miss Carter, ich sag's ihm. Das war Ihre Sekretärin, Sir. Mr. Smith wartet auf Sie in Ihrem Büro. Danke. Er ist auf dem Weg. Ah, es geht los. Dankeschön. Dann nehmen wir 2 gegrillte Seezungen und eine Flasche Chablis. Jawohl, Sir. Danke. Das habe ich ewig nicht gegessen. Lassen Sie sich schmecken. Ja. Tja, es ist eine verrückte Welt. Das kann man wohl sagen. Das Essen kostet Sie bestimmt 1 Pfund und ich mache in der Woche höchstens 25 Schilling. Da rühren Sie an einen wunden Punkt. Wieso? Ich esse mit schlechtem Gewissen sozusagen. Das ist doch Unsinn, Sir. Wer mehr Geld hat, soll es auch ausgeben. Ich tät's auch. Ich sage immer, genieße das Leben. Es ist später, als du denkst. Na? Warum so feierlich? Wenn Kork drin wäre, würden Sie doch nicht servieren. Also gießen Sie noch ruhig ein. Er wird schon richtig temperiert sein. Ja, so ist gut. Auf Ihr Wohl, Pickett. Und auf Ihr Wohl, Sir. Ja, aber wie ich vorhin gesagt habe, in dem Punkt haben die Sozialisten nicht recht. Wieso nicht? Wenn alles Geld gleichmäßig verteilt wurde, was kriegt da jeder? 5 Pfund die Woche. Ist doch nicht richtig. Ich habe lieber weniger und hoffe auf mehr. Wo keine Chancen sind, kannst du aufstecken. Auf Ihr Wohl. Allmählich tun mir die Kapitalisten fast leid, Pickett. Kann ich doch, Sir. Ich will nur keine Welt, in der es keine Preise zu gewinnen gibt. Denken Sie zum Beispiel an meine Frau. Wenn jeder bekäme, was ihm zusteht, hätte ich sie doch nie gekriegt. Ja, ich verstehe. Da haben Sie vielleicht recht. Sicher habe ich recht. Es gehört eben Glück dazu. Das ganze Leben ist ein Lotteriespiel. Da fällt mir was ein. Wenn Sie ein paar abgelegte Sachen brauchen können, geben Sie mir Ihre Adresse. Das ist wirklich nett, Sir. Könnte ich gut gebrauchen. Ich nehme an, Mrs. Mond hat vielleicht auch ein paar alte Sachen übrig. Ja, da bin ich ganz sicher. Wir haben was für Sie beide. Sie sind großartig, Sir. Ehrlich. Und wie geht es Mr. Dessert? Ich denke, gut. Würden Sie ihm sagen, ich wollte nichts Schlechtes tun? Ich meine, als ich seine Bücher genommen habe, da hat mir hinterher sehr leid getan. Man muss ja nicht gleich ein schlechter Mensch sein. Wenn man anderen was wegnimmt, meine ich. Man will es oft gar nicht, aber irgendwas zwingt einen dazu. Hunger, die Not derjenigen, die von uns abhängen, Liebe. Geben Sie her, ich gieße Ihnen noch was ein. Wir wollen wenigstens heute das Leben noch ein wenig genießen. Prost. Oh, entschuldigen Sie bitte, setzen Sie sich doch. Also, Sie würden gerne mit mir arbeiten. Ja, Sir. Würden Sie bitte Ihren Hut abnehmen? Oh. Ah, ich sehe schon. Gehen Sie bitte auf das Podest. Das ist heute Ihr erster Versuch, nicht? Ja, Sir. Umso besser. Frieren Sie? Ein bisschen, Sir. Das wird Sie aufwärmen. Was ist das? Grand Marnier. Viel Glück. Eine Zigarette? Nehmen Sie doch. Sie müssen dran ziehen. Verzeihen Sie bitte.
Wo sind Sie geboren? In Putney, Sir. Ach, das wundert mich, aber Sie sehen so aus, als kämen Sie aus einem Land im Süden. Mein Vater war Italiener. Aha, warum also? Sagen Sie bitte, Miss... Manuelli, Sir. Victorine Manuelli. Könnten Sie jederzeit zu mir kommen? Oder haben Sie noch eine andere Beschäftigung? Nein, im Augenblick nicht, Sir. Ich bin verheiratet. Und sonst nichts. Ich gebe 5 Schilling für 1,5 Stunden. Ist Ihnen das recht? Oh, ja. Würden Sie vielleicht auch Akt stehen, Miss Manuelli? Was meinen Sie damit? Unbekleidet. Sie meinen so wie die auf dem Bild, Sir? Ja. Gibt es dafür mehr Geld, Sir? Ja. Die Hälfte mehr. Mindestens die Hälfte. Aber wenn es Ihnen unangenehm ist, können wir es auch lassen. Überlegen Sie sich und sagen Sie mir nächstes Mal Bescheid. Danke, Sir. Sehr schön. Aber bitte... Lassen Sie das Sir weg. Bei Gott, was für ein Lächeln. Das ist ja wunderbar. Warum hören Sie denn auf? Bleiben Sie doch dabei. Können Sie nicht an etwas Fröhliches denken? Oder muss ich annehmen, dass Sie mit Ihrem Mann nicht glücklich sind? Doch, sehr. Dann denken Sie an ihn. Nein, das geht auch nicht. Aber machen Sie sich nichts daraus. Es spielt keine Rolle. Wir werden später schon was finden. Haben Sie schon mal L'Après-Midi d'un Faune gesehen? Nein. Ich habe eine glänzende Idee. L'Après-Midi d'une Dryade. Es müsste ein Akt sein, aber machen Sie sich darüber keine Gedanken. Das darf Sie gar nicht berühren. Denken Sie an die Kunst und an 5 Schilling die Stunde. Sie haben mich tatsächlich inspiriert. Das Ganze steht schon deutlich vor mir. 5 Schilling die Stunde. 3 Stunden am Tag, vielleicht sogar länger. Das sind 15 Schilling. Bei 5 Tagen in der Woche sind das ja mehr als 4 Pfund. Ich bin nur gekommen, weil du versprochen hast, ich verstehe nicht, wovon du sprichst. Was erwartest du eigentlich von mir? Bitte lass mich los. So kann es nicht weitergehen, Fleur. Geht es dir nicht ohne? Du weißt schon, was ich meine. Ja, ich weiß schon. Die zarte Verschmelzung unschuldiger Seelen, Amor und Psyche. Nicht zu machen, Fleur, jedenfalls nicht mit mir. Gut, dann lass uns von etwas reden, das unverfänglich ist. Was hast du inzwischen geschrieben? Es wird dir kaum gefallen. Das ist ja sehr bitter. Nein, das ist sehr wahr. Hat Michael dich gefragt, ob du mich noch siehst? Nein, nie. Warum nicht? Keine Ahnung. Was würdest du antworten, wenn er es täte? Ja, das ist genau deine Einstellung, nicht wahr, Fleur? Aber damit wirst du nicht ewig durchkommen. Es tut mir leid, wirklich. Ich kann nicht Bleib, anders... Bleib, wo du bist. Er ist unten auf der Straße. Michael? Aber woher kann er gewusst haben? Du kennst ihn überhaupt nicht. Du weißt nichts von ihm. Glaubst du, er würde herkommen, wenn er wüsste, dass du hier bist? Ja, aber warum kommt er denn her? Wäre es nicht möglich, dass er mich sprechen will? Jetzt bleibt er stehen. Er kann sich wohl nicht entschließen. Sei ganz ruhig, es passiert nichts. Man wird ihn nicht reinlassen. Hat er dich gesehen? Nein. Aber es ist dir doch klar, dass ich nur das Fenster öffnen und zu rufen brauchte, Michael. Und schon stände er hier Nein! vor uns. Und dann säßest du wirklich in der Patsche. Aber das kannst du doch nicht tun. Wer weiß. Wo ist er denn jetzt? Er geht die Straße runter. Ich kann ihn immer noch zurückrufen. Ich bin ein Erpresser, der sein Opfer verschont. Zu dumm.
Jetzt ist er weg. Wilfred! Aber eigenartig ist es schon. Ich meine, wieso gerade heute? Du scheinst dir einzubilden, dass er die Ruhe in Person ist, nicht wahr? Du machst dich lustig über mich, weil ich dich nicht liebe. Schon möglich. Und vielleicht auch deshalb, weil du Michael nicht lieben kannst. Das ist ungerecht. Ich kann lieben. Lieben. Ich wünschte, ich wäre nicht hergekommen. Und ich werde auch nie wiederkommen. Ein vernünftiger Entschluss. Du hältst mich für ein herzloses Biest, dann werde ich mich auch genauso benehmen. Leb wohl. Die letzten Meldungen. Frankreich besetzt das Ruhrgebiet. Luftballons. Stimmt so. Luftballons. Schönen Dank, Sir. Guten Tag, Sir. Wir kennen uns doch. Hier, Sie bekommen einen gratis. Was soll ich damit? Vielen Dank, nein. Luftballons. Bunte Luftballons. Kaufen Sie Luftballons. Schöne bunte Luftballons. Luftballons. Habe ich das große Abenteuer versäumt, mein Tingerling? Nein, ich bin nur aus einer sehr dummen Sache herausgekommen. Dir ist alles gleich, was, Kleiner? Ha? Ja, ich bin Mrs. Mond. Wer? Oh ja, ich erinnere mich, natürlich. Du sollst das doch nicht machen. Wie? Wissen Sie, ich erwarte meinen Vater jede Minute. Ist es denn... Verstehe, es ist sehr wichtig. Gut, ich sag's ihm. Ja, danke. Auf Wiederhören. Die wissen alle nicht, wie sie mir aussieht, nicht wahr, Tingeling? Hallo, Dad. Was ist denn passiert? Wieso passiert? Man sieht's doch deinem Gesicht an. Frankreich hat das Ruhrgebiet besetzt. Schöne Bescherung. Wieso? Die Mark fällt ständig und im Club reden sie nur über Golf. Übrigens, der alte Gradman hat eben angerufen. Was wollte er denn? Er möchte hierher kommen. Er sagt, es sei furchtbar wichtig und vertraulich. Ich hoffe, es ist dir doch recht. Selbstverständlich. Ich habe dir ein Bild gekauft, ein chinesisches. Aus China? Hm? Finde ich ja lustig. Das ist es nicht. Es ist ein Affe, der Früchte isst. Klingt ja vielversprechend. Wo ist es denn? In der Halle. Na du? Kluger kleiner Pekinese. Scheint mich immer wieder zu erkennen. Ja, weil du weise bist wie ein alter Chinese. Oh. Muss aus einer guten Periode sein, nicht wahr? Kann ich noch nicht sagen. Ich muss einen Experten befragen. Du sollst es mir nicht schenken. Es muss eine Menge wert sein. Ich möchte aber, dass du es behältst. Es gehört in deine Sammlung. Hier ist es sicherer. Natürlich ist es hier sicher. Mr. Green, Madam. Aubrey, wie nett. Ah, deinetwegen bin ich hier. Ding, hör auf. Er leckt immer am Fußboden, Aubrey. Aber das ist doch absolut chinesisch. Die tun alles, was wir nicht tun. Dad, das ist Aubrey Green, der Maler. Guten Tag. Guten Tag. Hey, Donnerwetter. Wo haben Sie das her, Fleur? Es gehört einem Cousin von mir, einem alten Junggesellen. Er ist kürzlich gestorben. Ich habe es aus dem Nachlass gekauft. Für 300 Guineas. Das ist günstig. Ja, es war das einzig gute Bild, das er hatte. Das ist fabelhaft. Der Mann hatte Geschmack? Nein, eigentlich gar nicht. Es gefiel ihm, weil es ihn beunruhigte. Das ist so ziemlich das Gleiche. Also ich finde es fabelhaft. Ich wüsste nicht, wo ich eine ebenso beißende Satire auf den Menschen gesehen hätte. Ich verstehe nicht ganz. Die perfekte Allegorie. Finden Sie nicht auch, Fleur? Iss die Früchte des Lebens, verstreue die Schalen und werde dabei erwischt. Das ist eine treffende Beschreibung. Allegorie? Ich sehe nur die vorzügliche Technik. Das genügt mir. Das darf nicht genügen. Verzeihen Sie, Sir, da muss ich widersprechen. Ein Maler muss sich ebenso mitteilen können wie ein Schriftsteller oder ein Komponist. Gerade Affen. Haben Sie die mal im Zoo beobachtet?
Ich meine das Wesen dieser Tiere erkannt. Diesem chinesischen Maler ist das geglückt. Wahrhaftig. Er hat es überzeugend dargestellt. Dieses melancholische Geschöpf fühlt, dass es da noch etwas gibt, das jenseits des Lebens liegt. Etwas, das unerreichbar bleibt. Und nun ist es traurig und wütend. Das Bild sollte im Britischen Museum hängen mit der Unterschrift Die durchschaute Zivilisation. Es wird hier bleiben und ich werde es der weiße Affe nennen. Auch nicht schlecht. Zynismus bringt uns nicht weiter. Wenn Sie gesagt hätten, die durchschaute Moderne. Das ginge auch, Sir. Aber warum diese Einschränkung? Sie glauben doch sicher nicht im Ernst, dass diese Zeit schlechter ist als irgendeine andere. Und warum nicht? Nach meiner Meinung hatte die Welt ihren Höhepunkt in den 80er Jahren. Den erreicht sie nie wieder. Tatsächlich, das meinen wohl viele ihrer Generation. Ich war noch zu jung und erinnere mich an nichts mehr, aber ich nehme an, sie glaubten alle an Gott und fuhren in Postkutschen umher. Postkutschen? Wir fuhren aus in einer Barouche, einer Victoria oder in einem Hansom. Aber ich will euch was aus dieser Zeit erzählen. Ich war als Junge in der Schweiz mit meiner Familie und meine Schwester Winifred aß schwarze Kirschen. Plötzlich entdeckte sie, dass die Kirschen voller Maden waren. Ein junger englischer Bergsteiger sah ihr Entsetzen und aß den ganzen Rest auf, etwa 2 Pfund, mit Maden, Steinen und allem, um sie zu beruhigen. So waren die Männer damals. Wirklich? Er muss sehr verliebt in ihre Schwester gewesen sein. Das war er bestimmt nicht. Wir haben ihn nie wiedergesehen. Ich glaube, er hieß Pauli. Ich sehe ihn noch genau vor mir. Das hast du eben erfunden, diese schöne Geschichte. Ich erfinde nie etwas. Es hört sich an wie ein Heldenlied aus grauer Vorzeit. Tja, Fleur, ich muss mich beeilen, meine Liebe. Könnten Sie mir wohl Ihren Pekinesen morgen Nachmittag borgen? Für 1 bis 2 Stunden? Aber natürlich, wozu? Wissen Sie, ich habe ein fabelhaftes Modell gefunden. Eine Entdeckung von Michael. Er hat sie zu mir geschickt. Was, Michael? Ja, eine ganz merkwürdige Frau. Sie lächelt fast nie. Aber wenn sie lächelt, ist es wie Sonnenschein über einem dunklen Tal. Nur, wie bringt man sie dazu? Ich dachte, dass Ting mir dabei helfen könnte. Darf ich sie mir mal ansehen? Bitte gern. Ich erwarte Sie beide morgen Nachmittag, so um 3. Auf Wiedersehen, Sir. Es war entzückend bei Ihnen. Entzückend. Was für ein Schwätzer. Nein, Vater, ein ernstzunehmender Maler. Darum braucht er nicht so geschwollen zu reden. Hör drüber weg, alle Welt redet doch heutzutage so. Ich nicht. Nein, Gott sei Dank nicht. Wärst du böse, wenn wir gleich nach dem Dinner gehen? Wir haben eine Einladung zu einem Kostümfest. Wir verkleiden uns alle als Schmetterlinge. Ganz verrückte Sache. Bist du eigentlich nie erwachsen? Es ist große Mode. Bei Marjorie Farrow mussten wir uns alle als Babys verkleiden. Irrsinnig. Mr. Gradman ist hier, Madam. Danke, Koga. Bitten Sie ihn herein. Er möchte zu Mr. Forsythe. Mein Vater empfängt ihn hier. Ich lasse ihn den Hund ab. Bis später. Guten Tag, Mr. Gradman. Nett, Sie zu sehen. Guten Tag, Miss Fleur. Entschuldigen Sie. Guten Abend, Gradman. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Ja, danke schön, Mr. Soames. Die Nachrichten aus Frankreich sind nicht gerade erfreulich. Nein, kann man nicht sagen. Ein unberechenbares Volk. Ich erinnere mich noch, wie Ihr Vater morgens ins Büro kam. An dem Tag, als der deutsch-französische Krieg erklärt wurde. Er war damals in seinen besten Jahren. Kaum einen Tag über 60, würde ich sagen. 59. Ja, ich weiß noch jedes Wort, das er damals sagte. Da, sehen Sie, sagte er. Habe ich es nicht vorausgesagt, dass es so kommen würde? Genau das waren seine Worte. Und jetzt geht's wieder los, genau wie einst. Ja, Tatsache ist, dass Sie wie Katze und Hund sind. Waren Sie immer und werden Sie immer sein. Stimmt. Und nun, was wollten Sie von mir? Also, ich habe mir erlaubt, bei Mrs. Munt anzurufen, Mr. Soames, weil ich dachte, dass Sie vielleicht doch am liebsten selbst mit diesem jungen Mann sprechen möchten und darum... Welcher junger Mann? Sein Name ist Butterfield, von der PPRS. Er ist ins Büro gekommen, um Sie zu sehen. Wollte mir nicht sagen, worum es sich handelt. Streng vertraulich, sagte er. Müsste Sie unter 4 Augen sprechen. Ich hätte ihn beinahe hinausgeworfen. Aber irgendetwas machte mich stutzig. Ich dachte, vielleicht ist es wirklich dringend und deshalb habe ich ihn mitgebracht. Hierher? Ja, er wartet draußen in der Halle. So wichtig kann es doch nicht sein. Tja, Mr. Soames, ich weiß nicht recht. Er scheint mir ein recht anständiger junger Mann zu sein. Jedenfalls hatte ich den besten Eindruck von ihm. Ja, das mag ich. Gut, ich werde mit ihm sprechen. Bleiben Sie nur hier. Ich möchte, dass Sie bei der Unterhaltung zugegen sind. Ja, ganz wie Sie wünschen, Sir. Würden Sie bitte hereinkommen, junger Mann?
Das ist Mr. Butterfield. Mr. Forsyth. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Sie wollen mir also etwas mitteilen? Ja, Sir. Allein, wenn möglich, Sir. Mr. Gradman ist meine rechte Hand. Sie können unbesorgt in seiner Gegenwart sprechen. Sie arbeiten also bei der PPRS? Ja, Sir, als Büroangestellter. Mir ist da durch Zufall heute Morgen eine Information bekannt geworden. Das Ganze ist mir äußerst peinlich. Ich weiß, dass Sie Anwalt sind, deshalb wende ich mich zuerst an Sie und nicht an den Aufsichtsratsvorsitzenden. Könnten Sie mir nicht einen Rat geben? Ich meine, ich bin doch als Angestellter in erster Linie der Gesellschaft verpflichtet. Natürlich. So sehe ich das auch, Sir. Ich hoffe, Sie verstehen, dass ich nicht aus persönlichen Motiven hier bin, sondern weil ich das Gefühl hatte, es ist meine Pflicht. Worum geht es denn um Butterfield? Es geht um die deutschen Versicherungsverträge. So. Tja, die Sache ist ungemein ernst und vielleicht bekomme ich dadurch Schwierigkeiten. Aber um zur Sache selbst zu kommen, ich habe heute Morgen per Zufall eine geheime Besprechung mit angehört. So? Ja, Sir. Ich weiß genau, was Sie jetzt denken, aber schon die ersten Worte sagten genug. Nachdem ich Sie gehört hatte, konnte ich mich wirklich nicht mehr bemerkbar machen. Ich hoffe, Sie werden mir recht geben, Sir. Und das hoffe ich auch. Wer waren denn die Partner? Mr. Elderson, Sir. Und ein Mann namens Smith. Nach seinem Akzent zu urteilen, muss er Ausländer sein. Er arbeitet als Agent für die Geschäfte mit Deutschland. Wie war denn der Wortlaut? Also, zuerst hat Mr. Elderson gesprochen und dann hat Mr. Smith gesagt, ich verstehe schon, Mr. Elderson, aber wir haben Ihnen bei diesem Geschäft nicht umsonst eine Provision gezahlt. Wenn die Mark jetzt noch mehr an Wert verliert, müssen Sie dafür sorgen, dass Ihre Gesellschaft uns entsprechend entschädigt. Das ist ja ein starkes Stück. Ja, ich war auch fassungslos. Wo standen Sie denn? Ich war im Vorzimmer zwischen Mr. Eldersons Büro und dem Konferenzraum. Ich kam aus dem Konferenzraum, aus dem ich eine Mappe geholt hatte. Die Tür zu Mr. Eldersons Büro war nicht ganz geschlossen. Natürlich habe ich die Stimme sofort erkannt. Und was dann? Darauf hat Mr. Elderson gesagt, davon sollten Sie hier nicht reden. Und ich ging schnell wieder in den Konferenzraum. Glauben Sie mir, ich hatte mehr als genug gehört. Seien Sie sehr vorsichtig mit Ihren Worten. Dies ist eine ernste Sache. Ja, ich weiß. Wenn Sie... Wenn ich Kapital daraus schlagen wollte, wäre ich nicht hierher gekommen. Ich bin kein Denunziant. Haben Sie jemals Schwierigkeiten im Büro gehabt? Nein, Sir. Sie können sich überall erkundigen. Mr. Elderson hat nichts gegen mich, wie ich auch nichts gegen ihn habe. Sie wissen, dass man das nachprüfen kann. Ja, Sir. Wäre es denkbar, dass man Sie bemerkt hat? Nein, das glaube ich nicht. Sie glauben es nur? Nein, ich bin überzeugt. Wie Sie meinen. Wären Sie bereit, Ihre Darstellung auch vor dem Aufsichtsrat zu wiederholen? Wissen Sie, Sir, ich wünschte jetzt beinahe, dass ich geschwiegen hätte, aber wenn Sie entscheiden, dass es zur Sprache kommen muss, tja, dann werde ich auch selbstverständlich dazu stehen. Ich überlege nur... Ja? Vielleicht hat Smith nicht die Wahrheit gesagt. Wie? Aber dann hätte ja Mr. Elderson antworten müssen, Sie verdammter Lügner!